Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit dem DLC The Fate of Iberia und unserem Königreich von Navarra. Hier ist euer Don Firenze und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir haben schon wieder etwas aufgedeckt und dadurch konnten wir... Er hat eine Affäre. Aha, sehr gut. Das heißt, auch ihn könnten wir erpressen. Nee, können wir nicht. Aber wir könnten eine Abenteuerinspiration. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir gucken aber trotzdem mal. Ein Blick in die Sterne. Ladron. Nein, nein, ich denke, ich werde mich jetzt da voll auf meinen Glauben auch konzentrieren. Inspiration gefördert. Ich will wirklich etwas Einzigartiges besitzen. Wir erpressen die alle mal fein. So, und wir gucken mal noch mal hier. Er wird es nicht annehmen. Nein, Kinder bringen wir nicht um. Das wäre schlecht für unser Seelenheil. Na klar nehme ich das an bei meiner Freundin. Das ist doch sehr gut. Lenza, die Abenteurerin Puelle, hat eine Nachricht geschickt. Ruft ihr 10 Tage oder 10 Nächte lang. Verstecken, mein Trupp und ich uns schon die Räuberanführer hat die Straße gesperrt. Wer ist denn Batul? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Artefakt, das durch die Inspiration könnte von Leichthörer. Okay. Er hat schon wieder ein Geheimnis offenbart. Ja, Wahnsinn, was an diesem Hof los ist. Wir werden natürlich auch ihn erpressen. Und wir könnten dadurch natürlich nochmal umschwenken. Denn wir haben einen sehr hohen Verwaltungswert. Könnte sein, dass wir hier auch nochmal, weil wir gewahr werden, dass wir eventuell da auch nochmal Kapital draus schlagen könnten, hätten wir auch nochmal hier umsatteln können. Aber es läuft erstmal so weiter. Das Problem, das ich habe, ist, dass dieser König eine komische... Ich habe keine Möglichkeit, sie loszuwerden. Ein Druckmittel würde mir nicht viel helfen. Sie ist ja meine Rivale, ne? Aber sie ist auch noch sehr jung. Hartes Urteil. Sie wird gerecht. Und sie wird demütig, okay? Ja, da gehen sie unterschiedliche Wege.
Ich kann gegen sie nichts unternehmen. Wir werden wieder Kultur entwickeln, und zwar hier. Lehnsherr, ich weiß etwas, was euch aufheitert. Seht genau zu, wie ich mich an meine Beute anpirsche, flüstert mir mein Hofnarr Marike zu. Was hat er vor? Hungrig, schreit Marike ihr, mein Ritter, es geht eine Ladung Nachtisch, Granatapfelkuchen ins Gesicht bekommt. Hungrig? Die verdutzte Miene ist unbezahlbar. Oh, und es scheint es ansatzweise gut vertragen zu haben. Oh, welche Freude, was für ein Entwickler. Ein klassischer Scherz. Na, sauber machen werden wir da nichts, aber lustig finden wir das natürlich schon. Was? Bei der Erfüllung seiner Pflichten? Oh. Er ist obendrein noch ein Sodomit? Ja, aber Halleluja, jetzt muss das doch. Wir können ihn nochmal. Wir können ihn nochmal erpressen. Vielleicht können wir jetzt. Ah, es ist immer noch schade. Ein Geschenk schicken. Oh, unsere Freundin gibt uns schon wieder ein Geschenk. Ja, Wahnsinn. Wir sind so beliebt. Ich hätte gerne diesen Kelch. Wir probieren das einfach. So dumm nur, dass wir keine Agenten einladen können. Wundert mich eigentlich doch. Wir haben doch so viele Möglichkeiten an dieser Stelle. Oh. Ja, komm, ein Fest mal in Ehren. Und sie hat jetzt tatsächlich wieder die baskische Kultur angenommen. Hervorragend. Ich freue mich drauf. Was für ein schöner Abend. Wir haben einen weiteren Freund erhalten, was uns scheinbar Prestige bringt, weil, ich könnte mir vorstellen, auch das. Sich mit anderen, genau, das ist Teil des Ringens. Ich glaube euch kein Wort. Ah, wir haben natürlich jetzt unser Geheimnis preisgegeben, damit kann jetzt natürlich kompromittiert werden. Lebt wohl, mein Freund, und wir werden eine eifrige Frohnatur auf unsere alten Tage. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Würde mich aber trotzdem interessieren, wie das doch zusammenhängt. Sie ist hier, sie ist stammt vom Grafen Nunio ab, der wiederum ein. Okay, verstanden. Sie ist im Prinzip die Cousine von ihm, oder? Müsste so sein. Zu weit entfernt. Sie ist in Polen, okay. Wir kommen aber wirklich ganz gut rum. Inspiration, Richtungswechsel.
Nee, mach, komm mal hier lieber wieder zurück. Ich habe da keine Lust drauf. Also dieser Hof. Das hat eine Entwicklung von 14. Dann würde ich vorschlagen, wir bauen hier die Burg weiter aus. Geht das nicht? Warum nicht? Wir haben die Innovation Festungsmauer nicht, okay. Aber das hier geht. Der Donjon. Ja. Und es ist eine Entscheidung im Thronsaal verfügbar. Mal sehen, was es hier wieder gibt. Unser König ist wirklich großartig, Boldorfel. Es kostet doch einmal frische Wachteln, spektakuläre. Was? Kostet doch einmal frische Wachteln. Spektakulär frischen Wachteln, frische Wachteln, ruft Major. Ja, in der Tat. Prest Anso ist höchst imposant, ähnlich wie dieses Erdbeerkompott. Es scheint, als ob meine Ausgaben für üppige Mahlzeiten eine neue Freundschaft zum Erblühen gebracht hat. Ja, warum nicht was Wachteln essen? Schadet auf keinen Fall. Oh, sie seien Kannibale. Was für ein Ekel. Das will er halt nicht, ne? Schade aber auch. Unser Enkel wurde gefangen genommen. Ei. Na, exkommunizieren will ich ihn eigentlich nicht. Er ist auch schon wieder frei. Da tut sich also erstmal nichts. Und wir werden unser Glaubensoberhaupt selbstverständlich um Geld bitten. Denn warum sollen wir da nicht etwas zurückerhalten? So sehe ich das jedenfalls. Können wir vielleicht da weiter ausbauen? Kasernen. Armeelager. Ja, in Summe hat es halt mehr. Aber wir gucken mal. Was? Komplott ist aufgeflogen. Verflucht. Ja, dann können wir das hier halt vergessen. Mystisches Wissen. Was würde wohl geschehen, wenn ich diese praktischen nachahme? Ja. Aber die Frage ist. 24. Wir lassen das jetzt trotzdem mal weiterlaufen. Schadet ja nicht. Ich wollte jetzt aber nochmal hier reingucken. Hier haben wir tatsächlich die Holzkasernen. Ich bin hin und her gerissen. Ich denke, ich werde die Kasernen errichten. Träger dieses Besitztums. Addiert sich das auf eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen, wie stark die sind? Also was passiert, wenn ich jetzt drei Kasernen baue? Ist es dann jeweils plus zwei? Hm. Oder doch den Außenposten? Wisst ihr was? Wenn wir es nicht wissen, dann machen wir jetzt erstmal das. Das ist auch okay. Und wir gucken auch hier mal rein. Vielleicht können wir hier
Versorgungsschwelle, Aufgebote gibt es dann nämlich auch nochmal obendrauf. Entwicklungszuwachs. Hügelfestungen. Ah, guck mal, ich glaube, wir haben jetzt nämlich diese eine. Haben wir jetzt die Burrows schon? Nee, haben wir nicht. Ich spare mir mein Geld mal. Ist ja auch nicht so schlecht. Okay. Klerikale Rechtfertigung. Eifriger Bekehrer. Ja. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal auf den Schwerpunkt Reichtum gehen. Weil ich will mich einfach, obwohl ich krank bin, und schon alt, dachte ich schon, dass ich mich noch ein bisschen so ein bisschen breiter aufstellen kann. Mittlerweile bin ich ja eine wirklich ordentliche Persönlichkeit und Verwaltung ist ja mein zweites Standbein. Insofern, ich habe jetzt für meinen Glauben noch ein bisschen was getan. Ich denke, das ist okay. Und deshalb der Herrschaft rachsüchtig. Ja, Bildung an der Stelle, das passt. Ist doch egal. Wir machen halt 17 Goldstücke. Er hat natürlich auch ganz schön Knete, das darf man nicht unterschätzen. Und er ist auch stärker als wir, in Summe noch. Das ist gut zu wissen. Hat auf ein, dass mein Verwandter König, er hat. Ah, das ist gut zu wissen. Er ist da ziemlich drauf. Okay. Ist halt auch noch mal normales Mittel. Also er ist schon ein ganz schöner Sünder, das muss man mal sagen. Obwohl er ein religiöser Eiferer ist, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber irgendwie kommen wir nicht dran. Wir werden ihn trotzdem erpressen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir schaffen es noch hier rechtzeitig. Dann können wir nämlich nochmal richtig dick Kohle machen. Wir kennen um sein Vermögen, wir kennen um seine Schwächen. Ja, er hat auch 9,8 plus, er gibt es halt bloß nicht aus. Das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Komm, wir verbessern das hier. What soll's? Und diese Baronie wird bereits gebaut. Okay, wir bauen die Burg aus, das ist richtig. Aufgabe beendet. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel. Dass meine Tochter in. Okay.
Martin. Ja, gut, das ist ja klar. Jetzt wissen wir endlich, wer der Vater ist. Aha. Ihr Vater von Infantin. Okay, jetzt wissen wir endlich, wer hinter den Kindern steckt, meiner Tochter. Das ist großartig. Das Schwert Mohammed. Alter. Welche Anforderungen? Eines der authentischen neuen Schwerter des Propheten Mohammed. Wow, das ist natürlich schon heftig. Das ist aber dann eher ein Thronsaal-Element. Ah, für muslimischen Glauben wäre es sogar noch mehr. Aber auch so ist es doch eine feine Sache. Es gibt uns noch mal ein bisschen mehr Prestige und Kampfgeschick. Sowie Hochbracht plus 3. In Toledo sind wir fertig. Haben wir durchgebaut. Und wir werden die Kasernen errichten. Ausbildung endet. Sie wird ein zäher Soldat. Sie ist 16. Und wir könnten sie auch tatsächlich verheiraten. Sie wird natürlich gefühllos. Ich gucke gerade mal. Ob da jemand in unserem Reich Relevanzrang. Wer hat eine gute Meinung von uns? Unser Leibwächter. Aber er ist schon verheiratet. Oder? Braganza. Den Grafen von Braganza. Warum eigentlich nicht? Werden Sie da auf jeden Fall hin verheiraten? Wir werden sicher nicht nochmal heiraten. Nein, lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Führt ihn sofort herein. Und schon wieder, also kohletechnisch geht es uns jetzt richtig gut. Ich stelle mir nur die Frage, unser Druckmittel hier ist verfallen. Und nein, es ist passiert. Wir sind verstorben. Wir sind verstorben und unser König Odon der Zweite wird im Alter von 50 Jahren König. Das wird jetzt spannend. König Anzo von Navarra hat diese Welt verlassen im Alter von 72 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er war bekannt dafür, sein eigen Blut an den Händen zu haben und nun büßt er sicherlich im Jenseits für seine schrecklichen Sünden. König Odon der Erste besteigt den Thron. Odin der Erste ist mutig und voller Tatendrang und viele hoffen, dass er das Reich nicht leichtsinnig in den Ruin stürzt. Die Titel gehen alle an ihn über, das ist wunderbar. Spannend. Ja, ihr lieben Leute, ich denke, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge auch. Wir werden uns dann in der nächsten Folge alles in Ruhe angucken. Den neuen Charakter, mit dem wir spielen. Das Gute ist, ich guck mal gerade. Gibt es jetzt hier oben einen kleinen Ableger von Navarra vielleicht? Ja, tatsächlich. Haha. Wir haben hier tatsächlich einen. Wir sind extrem beliebt überall. Holla, die Waldfee. Guckt euch das an. Nur bei den Vasallen natürlich nicht.
Wir sind ein Ehebrecher und wir sind habgierig. Wir scheinen also ein ziemlich guter Verwaltungsmuckel zu sein, aber auch als Schwertkämpfer passabel. Ja, unser Sohn ist auch schon 28. Das ist von der Erblinie her. Er hat keine Kinder. Uiuiui. Prinz Victor von Navarra, okay. Das ist natürlich bitter. Ja, Leute, aber das ist dann etwas, was es gilt, in der nächsten Folge zu klären. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis bald, euer Don Firenze.